Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Videoclip. Wie man sieht, es geht heute um die Tennisballmaschine Modell Lobster Elite Liberty. Und den einen oder anderen wird es bekannt vorkommen. Irgendwann kommt unweigerlich der Tag und der Moment, an dem die eingebaute Batterie eurer Ballmaschine absolut keine Lust mehr hat, keinen Saft mehr hat, keine Power mehr aufnimmt. Da könnt ihr laden, so viel und so oft ihr wollt. Dann wird es Zeit, für neue Power zu sorgen und die Batterie auszutauschen. Wie das geht, was man dazu benötigt, wie lange das dauert und worauf man achten muss, das sehen wir uns jetzt hier an diesem Modell genauer an. Um euch schnellen und einfachen Zugriff zur eingebauten Batterie zu verschaffen, ist es bei den Lobster Elite Modellen, so wie hier der Elite Liberty, relativ einfach mit 4 zu lösenden Schrauben zu schaffen, denn hinter dieser Kontrollplatte, hinter eurem Bedienpanel, befindet sich bereits die eingebaute und angeschlossene Batterie. Zum Lösen der 4 Schrauben, links, rechts, oben und unten, benötigt ihr lediglich einen Kreuzschraubendreher oder meinetwegen wie hier einen Bit auf einer Ratsche und schon habt ihr das ganze Panel in der Hand. Und dann ist dieses Panel bereits gelöst. Ihr nehmt anschließend vorsichtig die Bedienplatte hier raus, kippt sie nach unten, seid vorsichtig bei den Kabeln. Die Kabel haben glücklicherweise genug Länge, sodass hier nichts auf Zug oder unter Spannung steht. Legt anschließend einfach die Platte vor euch ab und erkennt nun bereits im Inneren die Batterie. Hier nochmal zu sehen mit dem blauen Deckel, das ist die Batterie, die kann natürlich bei euch auch anders aussehen, je nachdem welches Fabrikat bei euch verbaut ist. Und wir sehen hier 2 Anschlussstecker an den beiden Batteriepolen, einmal rot, einmal schwarz, Plus und Minus. Die sind nun zu lösen. Das Ganze sind ganz normale Flachkabelstecker, das heißt, ihr zieht die einfach ab. Die Kabel legt ihr zur Seite und anschließend kommt eine Art Klettverschluss, ein Klettverschlussband zum Vorschein, man sieht es hier. Das heißt, ganz einfach reingreifen. Den Klettverschluss hier zu lösen. Aus der Öse ziehen, denn damit ist die Batterie umschlossen, damit sie sicheren Halt im Gerät hat. Und nun liegt die Batterie bereits frei und ihr könnt sie hochnehmen und seitlich rauskippen. Wer das Glück hat, ein Tennisfachgeschäft in der Nähe zu haben, die vielleicht auch Ballmaschinen vertreiben, könnte sogar eine identische Batterie dort bekommen. Bei uns ist das leider nicht der Fall, deswegen habe ich im freien Teilehandel eine Batterie mitgenommen, die auch vor Ort verfügbar war. Alles andere hat längere Lieferzeiten. Das war dann letztendlich dieses Modell hier. Man sieht, die Batterie ist identisch von der Größe, von den Abmessungen und ganz wichtig natürlich auch von den Anschlüssen hier. Pluspol ist sogar noch hier geschützt. Das Ganze ist aber auch kein No-Name-Produkt, sondern das Ganze ist ein Fabrikat der Firma Banner Batterien. Kennt man, stellen sehr gute Batterien im Kfz- und Nutzfahrzeugbereich her. Ebenfalls natürlich 12 Volt, so viel ist klar. Sie ist ein klein wenig schwächer von der Kapazität. Wir sehen hier 7,2 Amperestunden. Zum Vergleich, die original verbaute hatte angeblich angegebene 8,5 Amperestunden. Letztendlich wird es keine große Rolle spielen. Vielleicht, dass die Ballmaschine ein wenig kürzer im Betrieb
durchhalten wird. Das heißt, ihr legt euch das Klettband bereits wieder geöffnet hier in der Maschine bereit, nehmt eure neue Batterie und stellt sie genau hier in diese kleine Wanne, in diese Öffnung, in der auch ursprünglich die Originale verbaut war. Anschließend nehmt ihr die bereits vorhandene Öse, das andere Ende des Klettverschlusses zieht hier das Ganze wieder durch. Spannt das Ganze ordentlich fest, dass die Batterie auch einen guten und sicheren Halt hat und hier nicht verrutscht und nicht Gefahr läuft, dass sich die Kabel unter Spannung hier lösen. Und das Ganze ist wieder fertig befestigt. Nun habt ihr es fast geschafft. Nicht zu vergessen natürlich, die Kabel da anzuschließen. Unverkennbar das rote Kabel mit dem Flachstecker natürlich wieder an euren Pluspol zu setzen. Und natürlich, wer hätte es gedacht, das schwarze Kabel hier auf euren Minuspol drauf zu stecken. Achtet darauf, dass das Ganze gut sitzt und schon ist die Batterie fertig verkabelt. Nun setzen wir noch das rausgeschraubte Bedienpanel hier rein. Achtet bitte darauf beim Einsetzen dieser ganzen Verkabelung, dass hier nichts eingezwickt und verkönnt wird, damit ihr nicht riskiert, später irgendwo einen Kabelbruch zu erleiden. Bei der Gelegenheit können wir noch auch einen Blick drauf werfen, ob auch alle Stecker hier ordentlich und vernünftig drauf sitzen, ob sich nichts gelöst hat bei der Demontage. Und anschließend, wie gesagt, setzen wir das Bedienpanel nun wieder rein. Achtet, wie gesagt, darauf beim Einsetzen der Platine, dass ihr die Kabel nicht verklemmt oder einzwickt, um eventuell später einen Kabelbruch zu riskieren. Also werft einen kurzen Blick drauf. Und anschließend wird die Platine wieder ganz normal, euer Platinenpanel hier ganz normal wieder reingesetzt. Bevor wir das Ganze nun auch fertig und endgültig verschrauben, testet, ob die Batterie auch korrekt angeschlossen ist. Zu diesem Zweck einfach einmal kurz die Maschine einschalten. Ja, die Maschine läuft an, ihr hört es bereits. Und das grüne Licht leuchtet, das heißt, es schaut gut aus, ihr habt es alles richtig gemacht. Das Panel lässt sich nun festschrauben. Dazu die Maschine wieder ausschalten. Und nun könnt ihr eure Schrauben wieder reindrehen. Als letzten Schritt würde ich euch empfehlen, auch wenn die Batterie neu ist, steckt eure Maschine ans Ladegerät, damit sie für den nächsten Einsatz auf dem Platz uneingeschränkt mit voller Leistung zu eurer Verfügung steht. Ja, liebe Sportsfreunde, damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Ihr konntet etwas für euch persönlich mitnehmen. Ich sage als allererstes viel Spaß und viel Freude beim Training und beim Spiel mit eurer Maschine auf dem Tennisplatz. Und zweitens vielen Dank fürs Zusehen, für euer Interesse. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben, ein Like da lässt oder auch einen Kommentar. Ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.